So, Youngster. Vor 2 Jahren. Haaland ist mit drin. Musiala und Pedri. Oh, ich ahne richtig Böses, ne? 16 Minuten. Scheiße. Ja, April. War ein April-Scherz. Habe ich schon meine Ausrede. 1. April 2022. Was machen wir? Machen wir irgendwas mit Subs? Also ich würde sagen, hier für einen Scheiß-Call 5 Subs. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil Karrieren vorhersagen ist schon deutlich schwieriger, als in der Bundesliga Gladbach zu Real Madrid zu machen. Machen wir 5 Subs. So, wenn was richtig scheiße dabei ist, überlege ich mir was. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ihr sagt, wenn es zu laut oder, ne? Chat, wir haben was Cooles. Wir haben was sehr Cooles, was ihr fühlen werdet. Geil, Chat. Ey, real fucking talk. Es ist safe einer meiner letzten Pfeifen gewesen, die ich geraucht habe. Ich habe im April 22 aufgehört, Pfeife zu rauchen. Weiter geht's. Oh nein, wer ist alles drin? Ansu Fati, Kamavinga, Musiala, Greenwood. Oh, oi, oi, oi. Nuno Mendes, Jeremy Pino. Oh, ich bin so gespannt. Ach du Scheiße. Wir ranken jetzt die 25... Nee, warte mal. Ist das Hudson Odoi oder Tammy Abraham? Wie ranken wir die? Ich glaube, das sind... Warte mal, was war der Zusammenhang? Ich muss mal kurz einmal schauen. Wir ranken jetzt, Chat, die 25 wertvollsten Spieler unter 22 Jahren. Also maximal 21 Jahre alt. Lamine Yamal hat übrigens zum Zeitpunkt dieses Videos hier in der U14 gespielt. Unter Ballon d'Or... Weltklasse, internationale Klasse. Oh nein, ich habe bestimmt irgendeinen Wasted Talent gepackt, ne? Erstligaspieler und Wasted Talent. Das wird richtig, richtig schwer, Chat. Scheiße, das war noch die Phase, wo ich immer meine Uhr zu Hause getragen habe. Hab mir eine Rolex-Uhr gekauft und wollte halt wirklich auch, dass jeder sieht, dass ich mir sie gekauft habe. Einfach immer zu Hause Uhr getragen. Bisschen cringe im Nachhinein. Sancho ist schon 22. Ja, okay, dann ist irgendwie noch ein Sancho mit reingerutscht. Keine Ahnung. Also kann sein, dass auch ein paar 22-Jährige mit drin sind. Das ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, auch hier, wenn das Ding auf dem Stream-Highlight-Kanal online geht oder jetzt auch... Das ist schon über 2 Jahre her. Gerne in den Chat schreiben. Gerne Ideen für spätere Rankings gerne reinschreiben. Ah, Sancho hatte vorgestern Geburtstag. Ah ja, okay. Okay, ich glaube, Funky hat die vor einer Woche gemacht. Also, Gavi. Gavi ist... Ich habe so Angst vor dem, was jetzt passiert. Was waren so... Wer ist vor 2 Jahren Champions-League-Sieger geworden? 22. Real Madrid war amtierender Champions-League-Sieger. Also nee, da waren sie ja noch nicht Champions-League-Sieger. Da war noch Chelsea amtierender Champions-League-Sieger. Auch krass bei Barca. Vor allem, wenn man überlegt... Ist der immer noch 16 oder ist er jetzt schon 17 geworden? Der hat ja mit 16 sogar schon Nationalmannschaft Spanien gespielt und fängt jetzt auch bei Barca hinter Frankie und hinter Pedri an, seine Einsatzzeiten zu kriegen. Okay. Also Ballon d'Or ist mir jetzt einer zu viel, weil ich noch nicht genug gesehen habe. Ja. Das ist mir ein bisschen zu früh. Boah, gut. Weltklasse? Würde ich... Ich glaube, ich gehe... Boah, es ist schwer. Also ich wäre zwischen internationale Klasse und Weltklasse. Gavi bis jetzt stabil. Kann ich mitarbeiten. Ich finde den krass. Aber ist so schwer, weil da so viele Bretter drin sind. Geht das Ranking darum, dass man denkt, was die erreichen quasi in ihrer Karriere? Genau. Es ist natürlich komplett ins Blaue geraten. Weil da kann immer mal eine Verletzung dazwischen kommen. Es kann immer mal passieren, ne? Hm. Ich gehe in internationale Klasse, glaube ich, erstmal. Ey, übel solid. Noch besser, also für mich, wenn ich jetzt sagen würde... Gavi würde ich, glaube ich, sogar auch aktuell eher in internationale als Weltklasse reinpacken. Passt, oder? Guter Anfang. Ah, das ist so schwer. Nein, änder's nicht. Ich gehe in internationale Klasse. Gut. Weil da sind andere Spieler drin, von denen habe ich schon mehr gefunden, sehr gesehen. Gut. Und die würde ich Stand jetzt höher raten. Boah, Ansu Fati. Soll ich euch bei Ansu Fati was ganz Böses sagen? Mach es! Ich mach Waste. Ich bin ja so da! Vamos! Und nicht, weil ich den scheiße finde, ja! Sondern weil ich glaube, dass der einfach zu verletzungsanfällig ist, auch jetzt schon in jungen Jahren. Der spielt ja keine 2 Monate am Stück, weil der immer verletzt ist. Und es tut mir voll leid, Alter. Aber ich glaube, Ansu Fati wird... Ich war noch nie so stolz auf mich bei der Reaction. Ohne Spaß. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf mich. Das ist so cool. Also es wird bestimmt noch safe krachen. Wahrscheinlich mache ich Haaland in Erstligaspieler rein. Aber einfach mal Momentaufnahme. Hammer. Mit Wasted Talent. Hammer. Weil der einfach jetzt schon so häufig verletzt ist. Ja. Und das ist super schade um den, weil ich den überragend finde. Kamavinga. Kamavinga gehe ich in Weltklasse. Ich glaube, nächstes ist... Ja! Ja! Du bist ein Macher! Mach weiter!
weiter! Mach weiter! Nächste Saison wird die Breakthrough-Saison für Camavinga bei Real Madrid. Da wird er mehr Einsatzzeiten bekommen. Bei Camavinga ist er Weltklasse. Der wartet nur darauf, dass Modric, Casemiro und Konsorten langsam ausklingen lassen. Camavinga ist Weltklasse. Ich finde den wieder. International ist doch weltweit, also wo ist der Unterschied? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber international würde ich quasi so als kann Champions League spielen. Und Weltklasse bedeutet für mich einer der besten Leute, die da zocken. Ich weiß, dass mir im Chat viele nicht zustimmen bei Camavinga. Aber ich gehe Weltklasse komplett rein. Ich hab den in der... Scheiße, wie sie mich gehatet haben. Gavi größer Camavinga, hä? League A gesehen. Ich hab den bei Real jetzt schon gesehen. Der wird seinen Weg gehen. Das Einzige, was den aktuell daran hindert, bei Real mehr zu spielen, ist einfach, dass Casemiro, Modric und Kroos immer noch so gut sind, dass sie eine Berechtigung haben zu spielen. Ich habe bei dem ein richtig gutes Gefühl, Tom. Bin ich bei dir drin. Aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade in die Falle getappt. Weil ein Camavinga über einem Gavi zu raten... Ja, komm, Digga. Ich bleib dabei stehen. Macher. Auch wenn es fair wäre, wahrscheinlich die beiden hier reinzumachen. Musiala. Inshallah, du gehst in Ballon d'Or. Jetzt rein. Das Ding ist bei Musiala, ich warte da drauf, dass der durchbricht, aber es passiert halt noch nicht, weil gleiches Ding, so ein bisschen wie bei Camavinga, da sind halt noch zu viele vor. Du kannst ja bei Bayern jetzt keinen Sané, keinen Gnabry, keinen... Also internationale Klasse, dann springe ich aus dem Fenster, bitte. Müller rausnehmen, wo ich so ein bisschen Sorge von habe. Ich weiß nicht, wer die Bayern-Spiele aktuell verfolgt, aber Musiala wird ja jetzt auch, also auch klar notgedrungen, aber auch viel auf der 8 eingesetzt und im Zentrum, weil halt einfach auf anderen Positionen gerade wenig bis kein Bedarf ist. Und der macht das ordentlich, aber ich weiß nicht, ob das so gut für den ist. Natürlich kann das gut sein, wenn der dann variabel einsetzbar ist, okay. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es für Musiala eigentlich besser wäre, sich auf die offensiven Positionen festzulegen und da seine Einsatzzeiten zu bekommen. Bis hierhin sehr in Ordnung. Gut gerettet. Ich hatte ganz kurz Angst, wohin ich will. Okay. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen und das wird in 2-3 Jahren sich komplett auszeichnen, weil der dann halt so viele Positionen zocken kann. Aber ich muss dazu sagen, Musiala, ich glaube, wir sind alle daran gut beraten, dem Zeit zu geben. Weil man darf auch bei dem nicht vergessen, der ist einer der wenigen Talente, die es bei Bayern schaffen, in die erste Mannschaft zu kommen über die Jugend. Und ich habe von dem genug gesehen, um daran zu glauben, dass er eine Weltklasse-Karriere hinlegen wird. Ist okay. Ich belief da einfach. Ist okay. Ich bin Believer. Ist okay. Stand heute würde ich in den Ballon d'Or reinpacken. Bis jetzt sind wir komplett da. Jetzt kommt Mason Greenwood. Ja, Greenwood. Schade. Das war's mit der Fußballkarriere. Ach, da war's Nuno schon. Mendes. Ach, da war's schon. Ja, dann ist ja alles gut. Wer den gesehen hat, Weltklasse. Safe. Ich finde den auch solid. Ich glaube, Nuno Mendes kann Weltklasse-Linksverteidiger werden. Ich finde ihn überragend. Vielleicht Stand jetzt könnte man ihn international reinmachen. Bisschen zu hoch, weil er halt mit Musiala und Camavinga drin ist. Aber ist okay. Der ist halt immer noch jung. Ich glaube voll an den. Ich finde den super. Oh, ich würde auch sagen, Tacken zu hoch, ja. Bisschen defensiv muss der noch an sich arbeiten. Aber was der für Läufe macht, wie der sich einbindet. Super Zocker. Super Zocker wird seinen Weg auf jeden Fall gehen. Und auch wenn Juan Bernat seine Verletzungssorgen hatte und für viele Juan Bernat immer noch so ein kleiner Ringspieler ist, sag ich mal. Aber dass der so ansatzlos direkt Juan Bernat einfach verdrängt hat, ist auch schon ein Stück. Juan Bernat war bei PSG echt stabil. Und der hat sich... Ich habe, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr so häufig den Namen Juan Bernat hintereinander gehört, wie jetzt gerade. Wild. Direkt in die Startelf gespielt bei PSG. Jeremy Pino. Oh, okay. Bin ich ehrlich zu euch? Ich dachte erst, es ist Pau Torres, aber ich weiß nicht, wie alt ist Pau Torres überhaupt. Ich gucke zu wenig Villarreal und zu dem, was zu sagen, wäre bodenlos. Wenn ich euch... Oh, danke schön. Ich hatte so Angst, dass ich jetzt mir irgendwas aus der Nase ziehe. Dankeschön, dass ich nichts über ihn sage. Zu dem, was erzählen würde, wäre es absolut gelogen. Danke. Weil ich einfach zu wenig... Ich persönlich... Bin richtig stolz auf mein Vergangenheits. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass ich da anfange, irgendwas über Pino zu erzählen. Ich habe nichts von dem gesehen. Wo würdet ihr denn einranken? Ich rank den nach euch ein. Pau Torres schon 24, okay? Wo würdet ihr den einranken? Ich kann euch zu wenig über den erzählen. Internationale Klasse oder erste Liga? Ich sag's euch ehrlich, Digga, dieser, den Gavi hier stillzustellen. Nein, lass ihn da stehen. Digga, ich hab das Mach keine Ranking Scheiße. Verkackt. Lass ihn da stehen. Nein, lass ihn da stehen. Lass ihn da stehen. Gavi lass ihn da stehen. Nein! Er muss oh, fuck ich hab das Ranking verkackt.
Ich hab's verkackt. Der Gabi war lost. Ich stell den jetzt hier hin. Ich hab's verkackt. Gabi geht in Weltklasse. Ich schwöre euch, und deshalb bin ich stolz auf meine persönliche Entwicklung. Ich hab damals noch kleine Eier gehabt. Ich hab eine Entscheidung getroffen und dann hab ich Druck medial von der Öffentlichkeit, von meinem Chat bekommen, Small Balls und bin eingeknickt. Fofana. Ey, der war super. Hat sich ja dann, glaube ich, hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen oder was war das für eine schwere Verletzung, die Fofana hatte? Der hat doch auch, glaube ich, dadurch die Europameisterschaft verpasst. War das ein Kreuzbandriss? Ja. Bein gebrochen. Ja, das war was ganz Ekliges, ne? Aber ich fand den super. Aber ich mach international. Ich mach international, glaube ich, bei dem. Okay. Ich find den klasse, aber... Ich sehe gerade das Bild. Also es ist ja nett, wie ich das alles erkläre, aber wir haben Camavinga, Musiala, Nuno Mendes und Gavi. In einer Tier. Wie das aussieht. Der hat doch auch, glaube ich, dadurch die Europameisterschaft verpasst. Ja. War das ein Kreuzbandriss? Bein gebrochen. Ja, das war was ganz Ekliges, ne? Aber ich fand den super. Aber ich mach international. Ich mach international, glaube ich, bei dem. Ich finde den klasse, aber ich mach international. Fair. Rodrigo. Schwer. Rodrigo finde ich richtig schwer. Oh nein, ich hab Angst. Also Stand jetzt würde ich Rodrigo, glaub, immer noch zwischen Weltklasse und internationaler Klasse packen. Ich finde den super, aber er ist halt für mich nicht der Unterschiedsspieler wie andere. Also das Ding ist, der hat seine Anlagen und ich finde den nicht schlecht. Ja. Aber ich bin super gespannt, was mit dem nächstes Jahr passiert. Weil wenn Kylian Mbappé da ist... Scheiße, hat tatsächlich noch ein Jahr gedauert. 2 Jahre gedauert. Ich sag's euch ehrlich, Stand jetzt, ist es meine Meinung? Nein. Nein, ich pack den da unten zu Ansu Fati und Mason Greenwood. Und wahrscheinlich, wenn Arnes gerade hier wäre, ist er nicht, wird er mich... Oh, zum Glück, Arnes ist in 2024 auch nicht da. Da hat sich nichts verändert. Der Mann ist nie da! Ankotzen und mir in die Fresse schlagen. Ja. Aber meiner Meinung nach ist Rodrigo gerade nur so häufig bei Real Madrid auf dem Platz zu sehen, weil die halt offensichtlich, finde ich, die Position für Kylian frei halten. Der Schmerz, der Schmerz. Der ist nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass der so krass durchgehen wird. Deshalb gehe ich tatsächlich in Erstliga. 5 Subs. Spieler. Glaubt, der wird seinen Weg gehen, aber das wird jetzt nichts, wo man sagen würde, wow. Aber vielleicht mag ich mich täuschen. Ja, hast du. Dem hat er noch Prime Marco Asensio vor sich. Haaland. Thema Haaland. Oh Gott. Also, Bruder. Guck mal. Jeder von uns hatte schon mal so einen Moment. Ihr schließt jetzt alle mit mir die Augen, okay? Es ist ein warmer Sommertag. Ende Juli. Ihr habt Sommerferien. In eurer Nase kitzelt der Geruch von frisch gegrillter Bratwurst. Warum? Die Nachbarn zaubern einen auf dem Grill auf. Ihr befindet euch aber nicht bei euch selbst im Garten, sondern auf dem Garagenhof. Auf dem Garagenhof. Und was macht man auf dem Garagenhof? Es wird Fußball gespielt. Garagenhöfe sind meistens so klein konzipiert, dass quasi so die eine und die andere Garage schätzungsweise maximal 5 Meter auseinander stehen. Ihr spielt Fußball, okay. Es gibt einen Fetten, der muss ins Tor. Wenn ihr eine scheiß Kindheit hattet, dann wart ihr das. So. Und dann gibt's so Handgreiflichkeiten. Beinchen wird gestellt. Es ist ja auch Steine da. Einer hat das Knie offen. 11 Meter. 11 Meter. Ihr legt euch den Ball hin. 3 Meter Entfernung. 2,50 zum Garagentor. Das Garagentor ist 5 Meter breit, ja. Ihr habt einen Scheißball, Digga. Ihr müsst ihn einfach nur irgendwie in Richtung des Garagentors befördern. Ihr könnt das quasi nicht verkacken, okay? Scheiß drauf, wenn ihr Linksfuß seid, ihr könnt das Ding da reinköpfen. Da steht ein fetter Junge im Tor. Du kannst es nicht verkacken. Bis der Mann sich geschmissen hat und auf den Boden ankommt, ist der Ball lange drin, ja? Du musst einfach nur deinen Scheißfuß nehmen und den Ball jetzt in dieses 5,50 Meter breite Garagentor einnetzen. Also verkack es jetzt nicht. Erling Haaland, ein Tier, verkack es nicht. Mach jetzt keine Scheiße. Bitte, mach keine Scheiße. Ich flehe dich an. Wenn er frei bleibt, ein Tier. Nimmt er den Ballon d'Or mit. Danke. Aber aktuell macht er mir ein bisschen Sorgen. Auch als Schalker nimmt Erling Haaland keinen Ballon d'Or. Falsche Szene. Was redest du? Wo willst du hin? Nochmal neu. Was passiert jetzt? Er sagt schon als Schalker, ich als Schalker, ja, du als Schalker, rede.
aktuell macht er mir ein bisschen Sorgen. Ja. Aber auch als Schalker, ja, dem Erling Haaland kein Ballon d'Or zuzutrauen, wäre einfach lächerlich. Danke. Es wäre lächerlich. Meine Fresse. Es wäre lächerlich, dem kein Ballon d'Or zuzutrauen. Ich hoffe für ihn, dass er verletzungsfrei bleibt. Also, Real Talk hätte er mindestens schon, also nicht mindestens, er hätte schon einen haben müssen. Sind wir uns einig. Also, Halleluja. Oder zumindest das ein bisschen in den Griff bekommen. Bin mal gespannt, wo der hinwechselt. Sandro Tonali, auch seine Schwierigkeiten gehabt bei AC. Bogen aber richtig gut gekriegt. Schwer. Generell das. Also bis zu dem Ding, wo er jetzt gesperrt war, würde ich ihn wahrscheinlich auch in Weltklasse einranken. Aber mit AC schon brutal. Jetzt gerade ist halt schwer. Es ist so schwer. Ich bin zwischen internationale Klasse und Weltklasse. Aber was? Ich glaube, ich gehe in Weltklasse. Also das, was ich von dem gesehen habe, fand ich super. Hat seine Anlaufzeit gebraucht bei AC, aber hat sich da ja wirklich mittlerweile gefangen, ist Stammspieler. Ich pack ihn hier rein. Ist okay für mich. Ist okay. Ich geh hier rein, ich finde den super. Smith Rowe. Bei Arsenal. Ich finde Arsenal. Weil der Smith Rowe in einem Tier. Musiala landet, habe ich alles gesehen. Ist dieses Jahr schwer zu bewerten. Der hat Musiala in einem Tier. Ja, ich sag dir aber auch ehrlich, ich glaube, das Weltklasse-Tier ist halt einfach zu breit gefächert. Ich glaube, man müsste noch machen, zwischen Weltklasse und Ballon d'Or müsste es noch ein Tier geben. Und daher müsste Musiala rein. Weil Arsenal ist wieder richtig gut dabei. Weiß nicht, wer von euch die Premier League verfolgt. Schaut. Perfekt, ich wollte beides gleichzeitig sagen. Und es kann sehr gut sein, dass ich das falsch sehe und ich komplett daneben liege. Vielleicht haben wir hier Premier League Experten im Chat. Aber mein Eindruck ist, dass Arsenal wirklich dadurch oben steht, dass die halt wirklich konstant gegen die schlechteren Teams richtig gut performen. Was denen halt immer noch fehlt, sind die Big Games. Aber trotzdem haben die natürlich eine super Entwicklung genommen. Na? Da, wo die noch Anfang der letzten Saison standen. Ich glaube, ich gehe in internationale Klasse. Ich glaube, Weltklasse ist einer zu viel. Pass auf. Ist auch okay. Heutzutage würde ich in den Erstligaspieler reinknallen, aber ist okay. Folgendes. Meiner Meinung nach... Ich werde halt Karim Adeyemi gleich absolut fett in dieses Weltklasse-Ding reinknallen und dann kracht es halt ein bisschen, ne? Ich würde Smith Rowe bei internationale Klasse raten. Digga, das hier einfach in... Ist das respektlos, Digga. Smith Rowe in einem Team über Rodrigo. Und Saka ein Höher. Okay. Stand das damals zur Debatte, die in ein... Okay. Weird Flex. Bro, denk grad, er hat Elektrizität erfunden. Ich mach Smith Rowe in das Tier und Saka ein Höher. Okay, Bro. Wenn wir hier bei den beiden Arsenal Boys gerade sind. Ja. Das wäre mein Ranking. Okay. Smith Rowe hier, Saka ein Höher. Das wäre meiner. Was? Karim! Wir werden gleich Karim Adeyemi in einem Tier mit Musiala, Kamavinga und Saka sehen. Adeyemi! Oh nein. Das Ding ist, ihr wisst, dass ich ziemlich cool mit Karim bin. Ja. Und weil du keine Eier gehabt hast, wirst du in den Weltklasse reinknallen. Weil dich auch die ganzen Dortmund-Fans, die damals gehypt waren, dass er in die Bundesliga wechseln wird, die haben dich voll gelabert. Und deshalb hast du ihn in den Weltklasse reingeknallt, richtig? Wisst ihr. Guter Junge. Und ich könnte ihm jetzt den und den hier direkt bei Weltklasse... Oh, ich küsse doch deine Augen. In 2022er Broski war damals schon Macher. Geile Sau. Aber ich finde, aktuell wie Karim performt, finde ich internationale Klasse sehr fair und sehr angebracht. Ey, normalerweise gucke ich immer auf mein Vergangenheits-Ich und denke mir, was bist du für ein Aber ich bin echt sehr zufrieden mit mir gerade. Also Rodrigo war krass. Alles okay. Ich könnte jetzt hier den hier machen, aber bei Karim hängt für mich... Das ist trotzdem geisteskrank, dass Smith Rowe und Karim Adeyemi ein Tier über Rodrigo sind. Also der Rodrigo ist krass. Ich weiß nicht, bei wie vielen Subs wir stehen, aber ich korrigiere. Rodrigo sind 25 Subs, ohne Spaß. Das ist, je mehr Spieler über Rodrigo stehen, desto schlimmer wird's. Viel auch davon ab, was der nächste Wechsel im Sommer ist. Das, was er jetzt bei Salzburg gezeigt hat, auch in der Champions League, war schon sehr stabil. Aber ich finde, man sieht immer noch bei ihm ein, zwei Sachen, was auch völlig normal ist in dem jungen Alter, an denen er noch schrauben kann. Deshalb finde ich internationale Klasse vollkommen in Ordnung. Der hat schon seine Momente. Aber bei Karim fehlt mir noch einen ganz kleinen Tacken die Konstanz. Und ich bin sehr gespannt, was sein nächster Wechsel, seine nächste Station sein wird. Und aktuell würde ich ihn hier hinpacken.
Weiß nicht, wie ihr das seht, Chat. Ich finde, Weltklasse wäre einer zu viel. Weil guck mal, wenn du hier die Spieler da oben anguckst. Camavinga hat schon den Schritt zu Madrid gemacht. Rodrigo Coll war, by the way, einer der Gründe, warum ich das Video vorgeschlagen habe. Hattest du damals schon Ambrosi gemacht? Nee, ich glaube, das war kurz vor der ersten Show. Musiala, Bayern, Mendes, PSG, Barca, AC, Arsenal. Und wir haben halt hier einen Spieler, der halt klar auch schon gute Leistung gezeigt hat, auch schon Nationalmannschaft zockt und so, gar keine Frage. Aber ja, da sehe ich die alle hier schon halt einfach einen Entwicklungsschritt weiter, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wer Gravenberch sieht, wer den in der Champions League gesehen hat, in der Gruppenphase, ganz klar. Und wenn... Ja, es ist aber verständlich. Also ich würde ihn da heute nicht mehr reinmachen. Ich kann da nichts gegen sagen. Ne? Hat halt leider echt einen beschissenen Wechsel damals zu Bayern gemacht. Kann ich mich nicht haten. Ich fand den bei Ajax so überragend. Sind natürlich 5 Subs, den in einem Tier da mit Saka und Musiala zu sehen. Aber Gravenberch, muss ich sagen, ist sehr traurig, die Entwicklung, Alter. Er war bei Ajax so eine Rakete, ne? Bayern den wirklich für die Summe stehlen kann, die aktuell im Umlauf ist, dann wäre das ganz, ganz böse. Weltklasse. Ist das hart? Nee, 2 schlechte Wechsel gemacht. Also Liverpool reißt auch keinen Bäum aus, ne? Ist es ein O'Doy oder ist es Tammy Abraham? Lol. 2 Jahre später genau die gleiche Frage gestellt. Blöde Frage wahrscheinlich, aber... Ist es Hudson? Aber der hat echt krasse Ähnlichkeit zu Tammy Abraham, oder? Also klar, der spielt bei der Roma. Der ist auch aktuell richtig stabil bei der Roma. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein altes Bild. Das Ding ist, die Liste, die hakt schon wieder ein bisschen. Guck mal, bei An... Was mache ich jetzt? Der muss in Wasted Talent Hudson O'Doy. Also eigentlich ist... Also wen haben wir denn hier noch? Ist Curtis Jones, Jesus Junior, Phil Foden, Sancho, Pedri, Bellingham, Wirtz, Davis. Also wenn ich den jetzt ins Tier, in ein Tier mit Rodrigo packe, ist auch nicht gut. Ansu Fati glaube ich auch, dass der sich in einem guten Team in der ersten Liga etablieren wird. Und das glaube ich bei Hudson O'Doy auch. Das ist so krass, Digga. Hudson O'Doy und Rodrigo in einem Tier. Das ist so krass. Aber ich glaube, für das, was man sich von dem versprochen hat, ja, bitte, wo bitte. Man den schon vor 2-3 Jahren gesehen hat, bitte. Und der richtige Entwicklungssprung ist bei ihm immer noch nicht gekommen, gehe ich tatsächlich hier hin. Geil. Geil, 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 geil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die hier alle weiter oben habe. Ich finde, da hat man mehr erwartet. Ja. Boah. Ist gut. Schwer. Curtis finde ich sehr schwierig. Curtis Jones. Finde ich sehr schwierig. Ist auch wieder so eine Sache, in jungen Jahren schon viel mit Verletzung. Finde ich sehr schwierig. Für mich Weltklasse auf keinen Fall, aber internationale Klasse und erste Liga irgendwo in der Mitte. Es war eine große Verletzung, nicht mehr, keine einzige andere Verletzung. Ja, eine große Verletzung. Das Ding ist halt, bei so Jungspielern weißt du halt nie, was das kaputt macht. Hey, aber das, was ich von dem gesehen habe, fand ich geil. Ohne Witz. Ah, 5. Witz, ich glaube, der wird seinen Weg gehen. Finde, erste Liga wäre zu low. Vinicius. Heute hätte ich ihn jetzt, glaube ich, eher in erste Liga reingemacht. Was sagt ihr? Und für einen 5er. Das Junior. Boah. Den finde ich immer noch schwer. Was? Nee. Bruder. 2 Monate, nachdem du dieses Video aufgenommen hast, hat der Real Madrid zum Champions-League-Sieger gemacht. Hä? Oh nein. Was passiert jetzt? Vinicius finde ich immer noch schwer. Nein! Ich glaube, er kann Weltklasse werden. Nein! Das Ding ist... Nein! Immer noch! Oh, fuck! Was? Hä? Was ist das denn? 2022 immer noch? Hat der nicht 2022 seine 25 La Liga Scorer gemacht? Heilige Scheiße! Der hat 30 Scorer gemacht! Was hab ich denn geraucht? Digga! Ich war bei dem Spiel im Stadion und hab mir da ein Vinicius-Trikot geholt. Das macht gar keinen Sinn. Ich war bei dem Spiel im Stadion und hab mir ein Vinicius-Trikot geholt. Warum red ich denn jetzt so? Chat, ich hab bei Vinicius eine Sorge. Okay. Und die ist wirklich Mbappé. Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht funktioniert das Plug and Play. Vinicius, Benzema, Mbappé. Okay, gut gerettet. Nee, das ist gut gerettet gerade. Das ist gut gerettet. Weil da habe ich sogar noch vor 2 Monaten drüber gesprochen, dass sie halt beide am stärksten auf der linken Seite sind. Ich könnte es noch retten gerade. Aber bei ihm ist halt das aktuell so ein Dreamteam mit Benzema. Ja, aber der zockt aktuell so gut. Und ich finde alles andere außer Welt... Ballon d'Or wäre mir zu viel. Aber alles...
Alter, aber warum habe ich denn das so an? Also, ich dachte halt wirklich, ich hau den straight in die internationale Klasse. Aber ganz komische Argumentation. Ich habe angefangen zu reden, als würde ich den zu den Jeremy Pinos dieser Welt stellen. Das drunter wäre anhand der... Richtig, richtig eingetäuscht, ja, ehrlich. ...der aktuellen Saison, auch in der Champions League war der Klasse, in der Liga ist der Klasse. Alles andere wäre Schwachsinn, finde ich. Okay. Ich finde, man kann aber trotzdem 5 Subs machen, weil ich Scheiße gelabert habe. Und heutzutage würde ich Vinicius Junior absolut in Ballon d'Or reinranken. Gehört halt zu den besten Spielern der Welt. Foden Weltklasse, ohne reden. Super. Sehr gut. Foden Welt... Könnte man heute theoretisch auch in Ballon d'Or reinmachen. Finde ich wirklich geisteskrank. Weltklasse, ohne reden. Naja, Ballon d'Or glaube ich nicht. Ballon d'Or glaube ich nicht, aber Weltklasse. Ah! Oh, ist trotzdem okay. Oder das... Ich bleib bei Weltklasse. Ich bleib bei Weltklasse. Weil ich 2 andere Spieler noch hab, die ich drüber rate. Oh, pack ich Bellingham und Wirtz in Ballon d'Or? Das wäre übel sick. Weil die beiden sind aktuell in der Top 3 Auswahl für den neuen Ballon d'Or. Das ist gut. Weltklasse. Sancho. Es ist halt so krass. Ich meine, Sancho. Oh nein, da ist ja noch Pedri. Sancho ist jetzt gerade 22 geworden. Aber findet ihr auch, dass sich Sancho so ein bisschen anfühlt wie so ein 25-Jähriger? Weil er halt einfach schon gefühlt so lange am Start ist. Der hatte super Probleme bei Manchester United am Anfang. Hat sich jetzt aber gefangen, wird immer... Da hat sich gar nichts gefangen. ...immer besser. Und Sancho hatte auch schon mal eine Schwächephase bei Dortmund. Aber der ist ein fucking Baller und wird zurückkommen. Ich sag dir ehrlich, also jetzt gerade wird man ihn natürlich woanders reinranken. Aber ich würde da immer noch mitgehen. Ich bleibe for real dabei, wenn der in einem Umfeld, in einem Team langfristig spielt, wo auf den gesetzt wird. Ich mache hier keine, dafür gebe ich keine Subs aus. Muss ich als Schalke-Fan sagen, ich weigere es mich, es als Loss zu bezeichnen, Jadon Sancho die Weltklasse in Frage zu stellen. Ich habe genug von dem gesehen. Der Typ kann Weltklasse sein. Und er hat auch schon seine 2-3 Saisons auf Weltklasse-Niveau gehabt. Ist natürlich heutzutage absolut irritierend, den in einem Tier mit einem Spieler wie Musiala und Foden zu sehen. Aber ich finde den immer noch so... Also ich hoffe für den, dass er immer nach oben geht. Ist halt leider wieder einer dieser Spieler, die United absolut kaputt gemacht hat, ne? Ich auch bei Weltklasse. Ist alles möglich, aber der ist ein fucking Baller. Der wird sich durchsetzen. Ich bin mir sicher, dass Sancho sich durchsetzen wird. Pedri! Oh nein, ich habe so Angst. Tu's nicht. Pedri! Also Pedri ist ja wirklich ein super Spieler. Aber über Musiala und über Vinicius ist krass. Ballon d'Or. Ja, ja, ja. Mit was für einer Überzeugung. Aber Pedri war damals sehr gehypt, ne? Ich möchte hier übrigens noch eine Sache machen. Oh nein. Und zwar würde ich ganz gerne von den Talenten, die wir hier haben... Oh, machst du in der Reihenfolge. Das ist smart. Da kannst du jetzt... Also... Kannst du dich jetzt gut anstellen oder richtig reinkacken? Foden ganz nach vorne ziehen, weil ich glaube, von denen, die wir hier haben, ist Foden am nächsten beim Ballon d'Or dran. Und... Oh, wird man heutzutage sagen, wahrscheinlich eher Musiala, aber ist okay, der Call. Der Mann ist halt gerade Spieler der Saison in England geworden. Leider spielt er bei der EM scheiße, aber halt wie alle bei England. Ist okay. Und ja, den Rest lasse ich so. Ich mache Foden ganz nach vorne, weil ich glaube, der ist... Den würde ich quasi so in die Mitte machen. Na, Ballon d'Or ist zu... Ballon d'Or? Bellingham, Ballon d'Or? Sag ich aber auch, hätte ich vor dem Real Madrid-Wechsel auch nicht gedacht, ne? Finde ich legit hier daran zu zweifeln. Damals, du hättest ja nicht gerechnet, dass ein Achter von Borussia, also, dass die, also er hat ja damals gar nicht so offensiv gespielt. Pack ihn in Weltklasse, dann ist alles gut. Nee, ist zu viel. Nee, ich mach hier. Genau da kommt er hin. Mit Foden auf einem Level. Wenn der Kollege hier... Also, by the way, ne, bevor wir uns jetzt falsch verstehen, ich habe den Rest hier nicht angeordnet. Ich habe nur damals Bellingham und Foden tatsächlich über Musiala gerankt. Will ich jetzt heute nicht mehr machen. Nach seiner Verletzung keine körperlichen Beeinträchtigungen hat. Ballon d'Or für mich. Florian. Finde ich geil. Das finde ich geil. Auf den Call bin ich richtig stolz. Dass ich den gemacht habe, während er verletzt war? Cool. Müsst ihr nicht teilen, aber ich gebe euch auch einen Call, warum ich zum Beispiel Bellingham hier habe. Weil ich glaube einfach, dass... Ja gut, es kommt aber bei ihm auch drauf an, wo er wechselt. Ich... Cool! Weiß, dass viele den nicht fühlen, aber ich mach... Ja, -10, sag ich auch. Wie jetzt hier hin? Ich finde es überragend, was er macht.
Bellingham besser als Wirtz. Ist schwer positionsmäßig zu vergleichen. Ich meine, tun wir hier sowieso nicht. Ja, und bei Davis ist halt das Ding. Davis ist auch ganz vorne hier dabei. Aber, der ist halt Verteidiger. Und dass ein Verteidiger einen Ballon d'Or bekommt, ist halt einfach leider quasi unmöglich. Oh, krass, wie viel besser die Davis-Aktien damals noch standen, ne? Das ist meine Tierlist. Ich würde sie so stehen lassen. War all in all okay. Eigentlich war nur Rodrigo richtig scheiße. Also wenn ich sie heute... Pedri war drüber und Rodrigo war richtig scheiße. Die Wasted Talents habe ich alle gut eingeordnet. Wenn ich den... Also ich glaube, muss man dazu sagen, ich glaube, ich habe mich damals noch weniger getraut, Leute in Ballon d'Or reinzuranken, weil wir halt noch... Also zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier entstanden ist, haben halt Messi und Ronaldo beide noch in Europa gespielt, ne? Und da war man halt noch so sehr in diesem Ballon d'Or können nur die beiden gewinnen Film. Also, weil heutzutage würde ich Vinicius, Foden, Bellingham und Musiala alle noch in Ballon d'Or reinvoten. Pedri einen runter, Gravenberch einen runter, Gavi einen runter. Ja, und Rodrigo in Weltklasse rein. Aber all in all, also weil so viele Leute gemeint haben, reagier mal drauf, sind wir da eigentlich ganz gut bei weggekommen, oder? Ich find's solid, ehrlich, bin richtig stolz auf mich. Was geben wir dem Ranking für eine Note? Ich würde echt sagen, eine solide 2. Eine gute 2, würde ich sagen.